Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des 13. Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, fangen wir auch gleich an mit dem ersten Spiel am Freitag um 20:30 Uhr, und zwar hat da gespielt der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Ja, und die Stuttgarter haben doch ja relativ deutlich auswärts bei den Freiburger mit 4:1 gewonnen. Ja, das Spiel fing eigentlich gut an für die Freiburger, hatten eine gute Chance nach einem Weitschuss von Torrichon, kann Torhüter Ulreich den Ball nur abklatschen. Und ja, ein Freiburger vergibt dann im Nachschuss, war wirklich eine gute Chance. Aber die Stuttgarter sind dann in Führung gegangen durch Martin Hanek in der 31. Minute, sein viertes Saisontor. Und das Tor ist entstanden aus einer Ecke. Ja, Rüdiger kommt an den Kopfball, verlängert auf dem 5-Meter-Raum, und Hanek steht da und köpft ein zur Führung, die dann in der 42. Minute durch der Rieder wieder ausgeglichen wird. Nach einer Vorarbeit von Günther schießt er einen sehr schönen Ball, ja, aus der Distanz flach in die Ecke. Ja, war jetzt sicherlich nicht unhaltbar. Ja, auch da hat Ulreich jetzt nicht wirklich gut ausgesehen. Und dann hatten die Freiburger sogar die Riesenchance zur Führung. Nach einem Schuss von Schmid kommt der Ball zu Klaus, und Klaus setzt den Ball an die Latte. Ja, so ging es dann mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Ja, und kurz danach, dann schon in der 52. Minute, konnten dann die Stuttgarter wieder in Führung gehen durch Grueso. Und das Tor ist entstanden durch einen Fehlpass von Mitrovic auf Sarraria. Ein schöner Konter von den Stuttgartern gespielt, und als erstes wird ein Schuss von Gentner noch geklärt, aber der Ball kommt dann zu Grueso und er braucht nur mehr einzuschießen. Und die 2:1-Führung, und in der 68. Minute hat dann Werner das 3:1 erzielt. Auch das ist durch einen Fehler von Mitrovic eingeleitet worden. Ja, Moritz Leitner kommt da an den Ball, spielt einen sehr schönen langen Pass auf Werner, und er braucht nur mehr den Ball an herauseilenden Ulrich vorbeizuschieben. Ja, und dann in der 70. Minute gab es dann noch eine rote Karte, ja, für den wirklich ja Unglücksvogel in diesem Spiel, für Mitrovic, nach einer Notbremse an Hanik. Das war wirklich nicht der Tag von Mitrovic. Ja, die Notbremse war klar, und deswegen auch die rote Karte dann ja absolut gerechtfertigt. Ja, und Hanik macht dann noch in der 76. Minute den Endstand von 4:1 klar. Ja, die Vorarbeit hat Gentner geliefert, der da sehr einen schönen Pass auf Sakai spielt, und Sakai spielt dann wieder auf Hanik, und er braucht dann nur mehr einzuschießen zum 4:1. Und ja, ein sehr guter Endstand für den neuen Trainer Huub Stevens. Ja, ich denke, darauf lässt sich sicher aufbauen. Die Stuttgarter haben sich sehr gut präsentiert und hier, ja, bei einem direkten Konkurrenten auch im Kampf gegen den Abstieg, hier drei sehr wichtige Punkte eingefahren. Ja, und für die Freiburger eine bittere, natürlich, Heimniederlage. Trotzdem ist für die Freiburger immer noch alles drinnen. Ja, kommen wir zu den Spielen am Samstag um 15:30 Uhr, und zwar hat der Schalke gegen Mainz mit relativ klar und deutlich mit 4:1 gewonnen. Ja, die Schalke sind schon früh durch Klaas-Jan Huntelaar in der 9. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Es war dies sein fünftes Saisontor. Ja, und das Tor ist entstanden durch einen hohen Ball auf Choupo-Moting. Und Choupo-Moting gewinnt das Kopfballduell gegen Jara. Und ja, der Ball kommt dann zu Huntelaar, und er überhebt dann sehr schön Karius, und er macht das 1:0. Ja, die Mainzer hatten dann eine gute Chance. Okazaki kommt über die linke Seite, seine flache Reingabe in die Mitte kommt dann zu Co. Aber Fährmann kann da aus kurzer Distanz sehr gut parieren. Ja, die Schalke hatten dann eine sehr gute Chance. Ja, Choupo-Moting setzt sich auf der rechten Seite durch, spielt dann sehr schön ab auf Huntelaar. Sein Schuss wird aber aus kurzer Distanz abgeblockt. Höger kommt dann zum Nachschuss, aber er setzt den Ball dann doch über das Tor. Aber in der 25. Minute war es dann soweit, das 2:0 wieder durch Huntelaar. In der 25. Minute sein sechstes Saisontor. Ja, und das Tor ist entstanden durch einen langen Ball auf Fuchs auf der rechten Seite. Ja, der Mainzer Brosinski hat sich verschätzt. Ja, Fuchs spielt da sehr schön weiter auf Meier, und Meier dann mit der flachen Reingabe in die Mitte auf Huntelaar, und er braucht dann nur mehr zum 2:0 einzuschießen. Ja, Huntelaar hatte dann noch eine sehr gute Schusschance, die aber Karius parieren kann. Und ja, eigentlich wie aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer für die Mainzer dann kurz vor der Pause in der 44. Minute durch Okazaki, sein siebtes Saisontor, und sehr schön herausgespielt. Co. spielte auf Alagui, und Alagui mit einer sehr schönen Übersicht auf Bell. Ja, Bell lässt dann noch sehr schön einen Verteidiger aussteigen. Ja, man kann seinen Schuss parieren, aber Okazaki steht da und ja, staubt ab zum Anschlusstreffer. Und so geht es dann mit einer 2:1-Führung für die Schalke auch in die Halbzeitpause. Ja, nach der Halbzeit ja, gab es eine gute Chance für Alagui. Sein Weitschuss geht nur knapp über das Tor. Aber dann in der 54. Minute macht dann der eingewechselte Bachnette das 3:1, sein zweites Saisontor. Ja, sehr schön
vorgelegt von Huntelaar, der hier sehr schön auf Panetta ablegt, sein Weitschuss passt genau und Karius hat da keine Chance. Die Mainzer hatten dann eine gute Chance, dann noch wieder durch Alagui. Er kommt da ja mit dem Rücken zum Tor, schießt im Sitzen und setzt da den Schuss nur knapp vorbei. Aber dann in der 61. Minute machte dann Huntelaar seinen Hattrick perfekt, das 4:1 in der 61. Minute, sein siebtes Saisontor. Und ja, Choupo-Moting hat abermals die Vorarbeit geliefert. Sehr schöner Pass. Harald hebt er das Abseits auf, passt er nicht auf und Huntelaar schiebt ein zum 4:1 Endstand. Ja, die Mainz hatten dann noch zwei gute Chancen, einmal durch einen Schuss von Co, der doch relativ zentral ausfällt und den Fährmann dann doch parieren kann. Und ein direkter Freistoß von Geist, den auch Fährmann sehr gut parieren kann. Und so endet das Spiel mit 4:1 für die Schalker. Ja, ein absolut verdienter Sieg für die Schalker, waren wirklich sehr gut, haben sich eigentlich ja, sehr gut erholt nach dem 0:5 gegen Chelsea. Ja, und für die Mainzer gab es da nicht wirklich viel zu holen. Ja. In den letzten Spielen lief es da nicht ganz so gut für Mainz. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Leverkusen gegen Köln. Die Leverkusener gewinnen relativ klar und deutlich mit 5:1. Ja, das Spiel fängt eigentlich sehr gut an für die Kölner. Sie bekommen früh einen Elfmeter. Ja, Olkowski mit einem schönen Pass auf Lehmann. Und Leno foult hier Lehmann und ja, zu Recht, Elfmeter war ein Foul und Lehmann tritt auch an in der 4. Minute und verwandelt relativ sicher flach ins rechte Eck. Sein zweites Saisontor, Leno war in der falschen Ecke sehr schön verladen von Lehmann und dann hätte es eigentlich ja sogar einen zweiten Elfmeter geben müssen für die Kölner. Ein langer Ball von Wimmer auf Uccia und Uccia setzt sich dann im Zweikampf gegen zwei Leverkusener durch und wird dann wie abermals von Leno gefoult. Ja, diesmal lässt der Schiri weiterlaufen, aber muss sagen, in der Zeitlupe war zu sehen, dass Leno hier ja Uccia schon trifft und er hätte eigentlich noch Elfmeter geben müssen und ja, die Kölner hätten dann vielleicht sogar auf 2:0 setzen können und dann wäre das Spiel höchstwahrscheinlich anders ausgegangen. Aber es gab keinen Elfmeter, ja, quasi im Gegenzug dann der Ausgleich für die Leverkusener durch Bellarabi in der 26. Minute. Sein sechstes Saisontor ist entstanden durch einen direkten Freistoß von Calhanoglu. Setzt ihn ja relativ direkt auf Horn, war zwar ein Aufsetzer, aber Horn kann den Ball nicht festhalten und Bellarabi stoppt ab. Also ja, das Tor muss man natürlich Horn zuschreiben. Der Freistoß kam relativ direkt auf ihn zu, auch wenn er scharf geschossen war. Und Horn musste den Ball eigentlich festhalten, ja. Ja, die Leverkusener hatten dann noch eine gute Chance durch Castro. Ja, ein Weitschuss und auch da konnte Horn erst im Nachwassen den Ball halten, aber es ging dann mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Ja, und dann in der 61. Minute war es dann wieder soweit. Calhanoglu, einer der besten Freistoßschützen in der Bundesliga, muss man sagen, wieder mal mit einem direkten Freistoß. Sein drittes Saisontor und ja, der passt genau ins linke Eck und da hat Thorn keine Chance. Ja, wirklich sehr schön, schönes Tor von Calhanoglu. Ja, und die Leverkusen haben dann vor allem in den Schlussminuten dann ordentlich draufgesetzt. Ja, angefangen in der 79. Minute durch Drimmitsch, der das 3:1 erzielt, sein zweites Saisontor. Auch das sehr gut herausgespielt. Bellarabi spielt da im Strafraum auf Son. Son spielt dann weiter auf Drimmitsch und Drimmitsch mit einem sehr schönen Schlenzer ins lange Eck zum 3:1. Und Drimmitsch macht dann auch in der 88. Minute das 4:1, sein drittes Saisontor. Ja, ein Weitschuss von Calhanoglu wird von einem Kölner Verteidiger noch abgefälscht. Der Ball kommt hoch zu Drimmitsch, er mit der Direktabnahme und so machte das 4:1. Und Bellarabi setzt dann in der 90. Minute noch einen drauf mit dem 5:1, sein siebtes Saisontor aus einem Konter. Ja, Drimmitsch spielt er sehr schön auf Bellarabi, der von der rechten Seite kommt und Bellarabi schiebt dann den Ball an Horn vorbei und macht das 5:1. Ja, muss sagen, in der ersten Halbzeit war das Spiel doch relativ ausgeglichen, da haben die Kölner gut mitgehalten, aber in der zweiten Halbzeit sind die Kölner eigentlich wirklich regelrecht eingebrochen. Und so kam es dann, dass die Leverkusener diesen deutlichen Sieg feiern konnten. Wie gesagt, diese eine strittige Situation zum vielleicht zweiten Elfmeter für die Kölner war sehr umstritten, aber am Ende muss man sagen, haben die Leverkusener doch verdient gewonnen, wenn man 5 Tore schießt. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Augsburg gegen den HSV. Die Augsburger setzen ihre Siegesserie fort und gewinnen mit 3:1. Ja, bei den Augsburgern gab es im Tor einen Wechsel. Marvin Hitz hat sich hier verletzt, für ihn wieder der Routinier Alexander Manninger im Tor. Ja, und die Hamburger haben eigentlich sehr gut begonnen. Ja, gleich einmal ein sehr guter Schuss von Van der Vaart, der noch knapp am Tor vorbeigeht. Ja, und dann wenig später eine Flanke von Müller und Rudnev steht da relativ frei am langen Eck, aber köpft dann doch deutlich drüber.
Die Augsburger haben ein bisschen gebraucht. Ja, die erste gefährliche Aktion war nach einer Freistoßflanke von Bobadilla. Carlsen Baraka kommt dann in den Kopfball, aber Drobny kann es sehr gut zur Ecke klären. Und wenig später dann wieder Bobadilla aus einer Standardsituation, diesmal ein direkter Freistoß, den er flach aufs linke Unterrecht zielt, aber Drobny kann ihn sehr gut parieren. Ja, und auch die Hamburger sind es dann, die mit 1:0 in Führung gehen durch Van der Vaart in der 45. Minute, sein zweites Saisontor, und das war wirklich sehr schön herausgespielt. Müller spielt auf Rudnevs und Rudnevs legt da sehr schön ab auf Van der Vaart und er schließt dann sehr souverän ab. Und sie gehen dann mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause, aber dann kurz nach der Halbzeit ja, schlagen dann die Augsburger zurück durch Altintop in der 50. Minute, sein zweites Saisontor nach einer Freistoßflanke von Werner. Ja. Kommt der Ball dann zu Altintop und ja, Drobny bleibt da herinnen, zögert, hätte vielleicht herauskommen sollen und Altintop, ja, schießt dann das 1:1. Ja, wie gesagt, Drobny vielleicht Torwartfehler, wenn muss eigentlich da rauskommen, hat hier eine Unsicherheit gezeigt. Ja, und von da an waren dann die Augsburger wirklich überlegen, das 2:1 durch Pupetier in der 62. Minute, sein drittes Saisontor. Das Tor ist entstanden durch Baba, der über die linken Seite wieder mit aufgerückt war, mit einer schönen flachen Hereingabe auf Bobadilla und er schießt ein zum 2:1. Und dann gab es dann noch wenig später einen Elfmeter für Augsburg. Ja, Götz mit dem Foul an Djurdjic war sicherlich umstritten, denn auch Djurdjic geht mit gestrecktem Bein in diesen Zweikampf. Ja. Sicherlich bittere Entscheidung für die Hamburger, hätte man auch Foul gegen die Augsburger geben können. So hat der Schiedsrichter aber auf Elfmeter für Augsburg entschieden und ja, Paul Verhaag, der etatmäßige Schütze, der bis jetzt jeden Elfmeter getroffen hat, tritt auch diesmal an in der 70. Minute und auch diesmal relativ souverän, flach halb links geschossen, Drobny verladen und sein fünftes Saisontor und damit die Vorentscheidung. Ja, die Schalke haben dann noch, die Hamburger haben noch alles versucht, um vielleicht nochmal zurückzukommen, eine Flanke auf Rudnevs. Er spielt dann in die Mitte auf Lasogga, aber da kann ein Augsburger gerade noch auf der Linie retten. Und ja, Green hatte dann noch eine gute Chance, wo er Spitzenwinkel schießt, aber Manninger kann das sehr gut parieren. Ja, wie so oft muss man sagen, die Hamburger haben wirklich wieder gut gekämpft. Also da hat es natürlich nicht gemangelt, war ein sehr intensives Spiel. Es hat viele Zweikämpfe gegeben, aber insgesamt ein faires Spiel. Aber insgesamt die Augsburger dann. Ja, einfach abgezockter und ja, effizienter und somit können sie den fünften Heimsieg in Folge feiern und stehen jetzt wirklich sehr gut da. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und tatsächlich Hertha gegen Bayern. Die Bayern feiern einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Ja, die Bayern haben eigentlich sehr gut begonnen. Schon nach 2 Minuten gab es eine gute Aktion. Müller mit einer flachen Reingabe von der rechten Seite und Lewandowski kommt an den Ball, schießt aber über das Tor. Ja, aber es dauert dann erst bis zur 27. Minute, bis die Bayern damit 1:0 in Führung gehen durch Robben. Sein sechstes Saisontor war ein schöner Schlenzer aufs linke Eck. Und somit das 1:0 für die Bayern. Ja, sie hatten dann noch eine gute Chance. Ribéry legt sehr schön auf Bernat ab und aber sein Schuss geht doch am Tor vorbei. Und so geht es dann mit der 1:0-Führung für die Bayern in die zweite Halbzeit. Ja, die Hertha hat dann in der zweiten Halbzeit mehr gezeigt. In der ersten Halbzeit hat man nicht viel gesehen. Es wurde dann unter anderem ein Tor von Hosokai dann wegen Abseits abgepfiffen, zu Recht. Also er stand da relativ klar im Abseits. Es gab dann einen sehr guten direkten Freistoß von Ronny, den Neuer im Nachfassen hält. Ja, aber das war es dann auch schon. Die Bayern hatten dann noch eine gute Chance. Robben mit einem schönen Pass auf Lewandowski, der lässt einen Verteidiger aussteigen, aber sein Schuss wird dann sehr gut von Kraft pariert. Ja, die Hertha hatten dann noch eine Chance nach einem Freistoß von Ronny in den Strafraum, kommt der Brooks an den Ball, aber sein Schuss geht über das Tor. Und ja, Schweinsteiger hat dann noch einen sehr schönen Pass auf Lewandowski in den Strafraum und aber auch da kann sich Kraft wieder auszeichnen. Und ja, am Ende, ja, eine knappe Niederlage für die Hertha. In der ersten Halbzeit haben sie wirklich nicht viel gezeigt, in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann ja, mehr getraut. Da wäre vielleicht sogar was drinnen gewesen. Die Bayern waren sicher nicht überragend. Vielleicht ja, merkt man die Strapazen von der Champions League auch an. Haben ja nur das Nötigste getan und somit hier einen Pflichtsieg hier bei Hertha eingefahren. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Bremen gegen Paderborn. Ja, die Bremer gewinnen relativ klar und deutlich mit 4:0. Und ja, das Spiel war von Anfang an ja wirklich überlegen von den Bremern. Davy Selke hat relativ früh ein Tor geschossen, aber das Tor wurde abgepfiffen.
denn er stand im Abseits, war auch zu Recht ja, abgepfiffen. Ja, wenig später dann auch Selke wieder mit einer Chance aus spitzen Winkel, schießt er am Torhüter vorbei, ein Verteidiger kann da noch retten. Junuzovic scheitert dann mit seinem Nachschuss, aber dann in der 10. Minute war es dann soweit. Junuzovic mit einem direkten Freistoß genau ins linke Kreuzeck. Keine Chance für Torhüter Kruse. Es war das erste Saisontor von Junuzovic, der hier wirklich eine sehr gute Leistung geboten hat. Ja, die Bremer wirklich sehr überlegen. Wenig später dann Sternberg, der über der rechten Seite dann auf die Mitte auf Selke spielt, aber sein Schuss fällt zu zentral aus und so hat Kruse keine Probleme. Und auch nach einer Ecke von Junuzovic gab es ein Gestocher im Strafraum der Paderborner, wo es gefährlich wurde, aber Kruse kann dann noch gerade noch retten. Einzige nennenswerte Aktion der Paderborner war ein Konter. Ja, Kotsch dann mit der Hereingabe von der rechten Seite und Kaczyma verpasst da relativ knapp dann den Ausgleich. Aber dann, ja, auf der anderen Seite gab es dann eine strittige Aktion. Junuzovic kommt im Strafraum der Paderborner zu Fall. Aber muss sagen, ja, zu Recht kein Elfmeter in der Zeitlupe konnte man sehen. Er hebt vorzeitig ab und ja, war natürlich kein Elfmeter. Ja, so ging es dann mit der knappen 1-0-Führung für die Bremer in die zweite Halbzeit. Und ja, gleich nach der Halbzeitpause dann ein Doppelschlag der Bremer und zwar in der 48. Minute belohnt sich dann Selke mit einer starken Leistung, dann mit dem 2:0 sein zweites Saisontor. Ja, eine Freistoßflanke von Junuzovic wird abgefälscht, geht an den Pfosten und da Selke steht genau richtig und staubt ab. Und nur 2 Minuten später dann macht Bartels mit dem 3:0 schon alles klar, sein drittes Saisontor. Eine Flanke in den Strafraum, ja, Kruse kommt da heraus, aber er faustet den Ball genau auf Bartels und Bartels braucht er nur mehr zum 3:0 einzuschießen. Ja, es gab dann noch einen guten Weitschuss von Sternberg, den Kruse sehr gut parieren kann. Bei den Paderbornern war nur einmal Bakalotz gefährlich mit einem guten Weitschuss, den aber Wolf sehr gut parieren kann. Und dann bei den Bremen hatte er noch Ejicek eine gute Chance, auch er mit einem sehr guten Weitschuss. Auch da kann sich Kruse wieder mal auszeichnen, aber in der 80. Minute war auch er wieder geschlagen. Ejicek diesmal mit seinem ersten Saisontor, ja, sehr schön herausgespielt durch Junuzovic über der rechten Seite. Ja, spielt auf Selke und Selke legt dann ab auf Ejicek und er schießt genau ins linke Kreuzig zum 4:0 Einstand, ja, auf alle Fälle ein hochverdienter Sieg für die Bremer. Sie waren von Anfang an das überlegenere Team und ja, die Paderborner doch relativ enttäuschend, wenn man ihre bisherigen ja, Leistungen be betrachtet. Und ja, von dem her enttäuschend, aber die Bremer wirklich 3 wichtige Punkte hier jetzt gegen den Abstieg. Und ja, unter dem neuen Trainer sieht es für Bremen wirklich jetzt um einiges besser aus. Ja, kommen wir dann zum Samstagabendspiel und dazu Hoffenheim gegen Hannover. Ja, die Hoffenheimer gewinnen eine torreiche Partie mit 4:3. Ja, sie hatten auch ja, die erste Chance, eine Freistoßflanke in den Strafraum. Kevin Volland kommt an den Ball, spielt den Ball in die Mitte. Ja, Bicakcic kommt nicht mehr an den Ball, aber der Ball kommt zu Schiplock und Schiplock schießt da an die Latte. Der Ball wurde von Marcello noch mit dem Kopf entscheidend abgefälscht. Aber die erste Riesenchance also für die Hoffenheimer. Ja, die Hannoveraner hatten dann ihre erste Chance durch einen Fehler von den Hoffenheimern. Zuber spielt einen ja sehr schlimmen Fehlpass genau auf Joselu, aber Joselu kann die Chance nicht nutzen. Sein Schuss geht nur knapp neben das Tor. Die Hoffenheimer kamen dann wieder gefährlich durch Volland. Ja, Volland, der kämpft sich da den Ball an der Strafraumgrenze, wird dann von Sakai gefoult. Der Schiedsrichter gibt Freistoß, aber in der Zeitlupe konnte man sehen, das Foul war eigentlich schon innerhalb des Strafraums, also hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen, da hatten die Hannoveraner Glück. Aber der anschließende Freistoß, ja, ging dann auch ins Tor, nämlich durch Pirmin Schwegler in der 19. Minute, sein erstes Saisontor. Er schießt den Ball direkt, ja, an der Mauer vorbei. Ja, der Ball geht ins Tormann-Eck. Das war eigentlich ja, die Ecke von Ziele. Der sieht ja nicht sehr gut aus. Den muss er eigentlich haben. Ja, aber somit das 1:0 halt für die Hoffenheimer. Und sie legen dann in der 37. Minute noch einen drauf. Das 2:0 durch Volland, sein zweites Saisontor. Ja, diesmal herausgespielt über Kim, der da über die linke Seite mit aufgerückt ist. Seine flache Reingabe in die Mitte und Volland ist da frei und schießt einen zum 2:0. Aber die Hannoveraner können noch kurz vor der Pause verkürzen durch Stindl in der 43. Minute mit seinem ersten Saisontor. Ja, nach einem langen Einwurf kommt der Bicakcic unglücklich mit dem Kopf an den Ball, ja, verlängert den Ball. Ja, Baumann kommt aus dem Tor heraus, aber Stindl kommt noch vor Baumann an den Ball und köpft ihn ins Tor.
Ja, sicher bitter für die Hoffenheimer, denn der Einwurf für die Hannoveraner hätte eigentlich für Hoffenheim geben müssen, aber der Schiedsrichter hat den Einwurf für Hannover gegeben, also eigentlich mehr ein bitteres Tor für die ja, Hoffenheimer Gegentor. Ja, so ging es dann mit der knappen 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Ja, und gleich nach der Halbzeit konnten die Hannoveraner nochmal zuschlagen durch Rosselló in der 52. Minute, sein drittes Saisontor. Und das war sehr schön herausgespielt. Ja, Kiyotake spielte auf Briand und Briand mit einem sehr schönen Querpass auf Rosselló. Und Rosselló schießt dann ein zum Ausgleich. Aber der währte nicht lange, denn in der 59. Minute konnte dann die Hoffenheimer durch Polanski wieder die Führung übernehmen. Das 3:2 in der 59. Minute ist sein allererstes Saisontor. Ja, Polanski wird nicht attackiert und er macht einen wunderschönen Weitschuss und der passt genau. Und ja, Ziele hat da keine Chance und somit das 3:2 wieder für die Hoffenheimer. Ja, und in der 63. Minute legen sie dann noch das 4:2 drauf durch Süle, sein erstes Saisontor nach einer Freistoßflanke von Schwiegle. Kommt er relativ frei an den Kopfball. Ja, Ziele war zwar noch dran an dem Ball, aber keine Chance und ja, die Vorentscheidung. Ja, die Hannoveraner machten dann erst zum Schluss dann nochmal spannend mit dem 3:4 Anschlusstreffer, wieder durch Stindl in der 86. Minute, sein zweites Saisontor. Ja, dem Tor ist auch ein ja, sehr schwerer Fehler vom Torhüter Baumann ausgegangen. Sein Auswurf geht genau auf Subic und ja, der spielt einen schönen Doppelpass mit Kuselu und er legt dann quer auf Stindl und Stindl schiebt dann nun ins leere Tor zum Anschlusstreffer. Die Hannoveraner haben dann noch alles nach vorne geworfen. Ja, Bittencourt mit einem sehr guten Schuss, der noch knapp drüber geht. Aber am Ende war es zu wenig und insgesamt muss man sagen, Hoffenheim verdiente Siege. Sie hatten ja, mehr fürs Spiel getan, hatten mehr Chancen und gewinnen hier diese torreiche Partie mit 4:3. Ja, kommen wir zu den Spielen am Sonntag um 15:30 Uhr. Und zwar hat da Wolfsburg gegen Gladbach gespielt und die Wolfsburger feiern einen 1:0 Heimsieg. Ja, das Tor schon in der 12. Minute durch den Verteidiger Knoche nach einer Flanke von der linken Seite von Schäfer Sommer mit einer unglücklichen Abwehr. Ja, und Knoche gedankenschnell schießt ein zum 1:0. Ja, die Gladbacher hatten eine gute Aktion nach einer Flanke von der rechten Seite, kommt Hermann an den Kopfball, aber Benaglio kann hier sehr gut parieren. Ja, insgesamt gab es sehr wenig Chancen. Ja, dann in der zweiten Halbzeit gab es dann noch zwei nennenswerte Schüsse, einmal von Olic aus der Distanz, den Sommer parieren kann, und auch Perisic hatte einen guten Schuss, der auch da kann sich Sommer auszeichnen, aber insgesamt, ja, muss man sagen, ein doch verdienter Sieg für die Wolfsburger, auch wenn er etwas knapp ausfällt. Ja, und für die Gladbacher jetzt schon die dritte Niederlage in Folge. Sie sind ein bisschen in der Krise und ja, sind ein bisschen zurückgefallen. Auf der anderen Seite die Wolfsburger, ja, haben sich jetzt zumindest auf Platz 2 etabliert mit diesem Sieg als Bayernjäger. Ja, kommen wir dann noch zum allerletzten Spiel dieses Spieltages. Und zwar hat da Frankfurt gegen Dortmund mit 2:0 gewonnen. Ja, das 1:0 durch Meier schon in der 5. Minute, er schon mit seinem 8. Saisontor, führt damit die Torschützenliste an und ja, dem Tor ist ein schlechter Fehlpass von Großkreuz vorausgegangen. Ja, Russ ja, spielt einen langen Pass auf Meier und Meier dann vor Weidenfeller schießt ein zum 1:0. Die Dortmunder hatten eine gute Aktion, Großkreuz spielt auf Aubameyang und Aubameyang schießt, aber Witwell kann das sehr gut parieren. Und ja, Großkreuz kommt dann noch an den Nachschuss, aber setzt ihn an den Außenpfosten. Ja, dann in der zweiten Halbzeit ja, hatten die Dortmunder auch wieder eine gute Chance. Aubameyang spielt einen sehr schönen Pass auf Ramos und sein Schuss wird aber wieder von Witwald sehr gut pariert. Ja, die Frankfurter hatten dann eine gute Chance nach einer Flanke von Aigner von der rechten Seite. Kommt Meier an den Kopfball und setzt den Kopfball nur ganz knapp neben das Tor. Aber dann in der 78. Minute machten die Frankfurter alles klar mit dem 2:0 durch Seferovic in der 78. Minute, sein viertes Saisontor. Ja, und das Tor ist wieder durch einen Fehler entstanden, ein langer Ball in die Verteidigung der Dortmunder und dann ein Missverständnis zwischen Ginter und Weidenfeller. Ja, Ginter will da den Ball mit dem Kopf zurückpassen auf Weidenfeller, aber Weidenfeller kommt aus dem Tor heraus und ja, der Ball geht an ihm vorbei und Seferovic braucht dann nur ins leere Tor einzuschieben und ja, macht somit den 2:0-Sieg der Frankfurter perfekt. Ja, für die Dortmunder setzt sich die unglückliche Niederlagenserie fort. Ja, sind jetzt schon ja, auf den letzten Tabellenplatz. Und es sieht ja nicht gut aus. Ja, und für die Frankfurter ein ganz, ganz wichtiger ja, Heimsieg, haben sich somit von den Abstiegsplätzen zumindest einmal vorerst entfernt. Ja, kommen wir dann zur Top 11 der Runde. Und zwar im Tor habe ich den Frankfurter Witwald, der wirklich sehr gute Paraden geliefert hat.
Und ja, somit hauptverantwortlich war auch für den Sieg gegen Dortmund, der ja einige gute Chancen der Dortmunder zunichte gemacht hat mit seinen Paraden. Dann in der Verteidigung habe ich Paul Verhaag von Augsburg, auch er wieder mit einer starken Leistung und auch mit einem wichtigen Tor aus einem Elfmeter. Bis jetzt ja, ist sehr sicher aus den Elfmetern geschossen. Neben ihm dann Knoche, der Siegtorschütze von den Wolfsburgern gegen Gladbach. Auch er mit einer sehr starken Leistung und dann dazu noch Süle von Hoffenheim, auch er ja mit einer sehr guten Leistung und einem ganz, ganz wichtigen Tor beim Heimsieg gegen Hannover. Dann im Mittelfeld habe ich Martin Hanik vom VfB Stuttgart. Er mit seinem Doppelpack war auch maßgeblich beteiligt am 4:1-Auswärtssieg bei den Freiburgern, der ganz, ganz wichtig war. Dazu Zlatko Junusowitsch von Werder Bremen. Auch er mit einer überragenden Leistung beim 4:0-Heimsieg gegen Paderborn. Ja, hat auch ein wunderschönes Tor erzielt aus einem direkten Freistoß zum 1:0 und ja, deswegen für mich auch in der Elf der Runde. Dann noch Karim Bellarabi von den Leverkusenern, auch er mit einer starken Leistung beim 5:1-Heimsieg gegen Köln, 2 Tore erzielt und ja, auch immer wieder gefährlich gewesen. Und dazu noch sein Teamkollege Calhanoglu, auch er wieder mit einer starken Leistung, einen wunderschönen Freistoßtor direkt ja, ins Kreuzig. Und zeigt, dass er einer der gefährlichsten Freistoßschützen in der Bundesliga ist. Ja, und im Sturm habe ich Drimmitsch auch von Leverkusen, auch er mit einem Doppelpack. Ja, hat sich mittlerweile sehr gut eingefügt in Leverkusen, hat ja zu Anfang so seine Probleme gehabt, hat nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, aber so langsam ja fängt er auch zu treffen an und zeigt, dass er ja auch ein sehr guter Stürmer ist. Dann dazu noch Davy Selke von Werder Bremen, auch er mit einer sehr guten Leistung hat gezeigt, dass er auf alle Fälle ein Talent ist und ja, die Bremer werden sicherlich in Zukunft auf ihn setzen, hat sicherlich noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja, und dann natürlich ja der Dreifach-Torschütze von Schalke, ja, Huntelaar, auch er natürlich selbstverständlich in der Elf der Runde mit seinem Hattrick gegen Mainz. Ja, und Trainer der Runde ist für mich Huub Stevens, der neue bzw. alte Stuttgart-Trainer, der ja einen tollen Endstand feiert mit dem 4:1-Auswärtssieg bei den Freiburgern und ja, somit die Stuttgarter zumindest vorerst einmal vom letzten Platz entfernt. Ja, wie immer zum Schluss der Blick auf die Tabelle. Ja, auf Platz 1 immer noch die Bayern jetzt ja mit 33 Punkten immer noch ungeschlagen. Dahinter die Wolfsburger auf den zweiten Platz mit 26 Punkten. Ja, jetzt der erste Verfolger der Wolfsburger, die Leverkusener jetzt auf den dritten Platz mit 23 Punkten. Dann auf Platz 4, ja, diesmal jetzt die Überraschung Augsburg wirklich jetzt sehr gut gestartet. Mit 21 Punkten. Interessant auch, dass sie noch kein einziges Mal unentschieden gespielt hat, als einziges Team in der Bundesliga, in der ersten Liga. Ja, dahinter auf dem fünften Platz dann Borussia Mönchengladbach sind ja jetzt nach der dritten Niederlage in Folge doch etwas abgestürzt, aber sind immer noch auf dem fünften Platz. Ja, auf den sechsten Platz dann Schalke 04, auch mit 20 Punkten haben sich jetzt da auch ein bisschen nach vorne gearbeitet und wären zumindest in einem internationalen Wettbewerb. Auf den siebten Platz dann Hoffenheim, auch sie mit 20 Punkten, auch sie haben durchaus ja, Chancen auf das internationale Geschäft. Dann auf Platz 8 Hannover mit 19 Punkten. Dann auf Platz 9 die Eintracht aus Frankfurt mit 18 Punkten steht im Mittelfeld jetzt ja relativ gut da. Dann auf Platz 10 Mainz, die nach einem guten Start doch etwas abgefallen sind, aber immerhin noch ja relativ gut im Mittelfeld dastehen. Dann auch auf Platz 11 der SC Paderborn. Auch sie ja nach einem sehr guten Start jetzt zuletzt auch wieder ein bisschen abgefallen, aber immerhin ja für einen Aufsteiger denke ich stehen sie immer noch sehr gut da. Dann auf Platz 12 der nächste Aufsteiger, die Kölner mit 15 Punkten. Ja, dann auf Platz 13 die Hertha mit 14 Punkten. Ich denke, da fängt schon die Abstiegszone an. Die Hertha muss sicherlich da aufpassen. Dann auf Platz 14 Werder Bremen mit 13 Punkten haben sich jetzt durch den Sieg ein bisschen ja, nach oben gearbeitet. Dann auf Platz 15 die Freiburger mit 12 Punkten. Sie sind ja auch mittendrin jetzt dabei mit der Niederlage gegen die Stuttgarter. Ja, auf Platz 16 dann die Stuttgarter auf dem Relegationsplatz haben jetzt zumindest mit den Freiburgern an Punkten gleichgezogen mit 12 Punkten. Aber das Torverhältnis ist um einiges schlechter. Dann auf Platz 17 der HSV, auch sie mit 12 Punkten.
Ja, und am letzten Platz nach 13 Spieltagen, wer hätte das gedacht? Borussia Dortmund. Ja, eigentlich unglaublich und so langsam, ja, müssen sich die Dortmunder schon Sorgen machen. Man glaubt zwar immer, ja, irgendwann werden die Dortmunder ja eine Siegesserie starten, aber das hatte man schon vor ein paar Runden geglaubt und jetzt stehen sie immer noch da unten drinnen. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass sie ja um den Abstieg kämpfen werden, trotzdem sollten die Dortmunder jetzt wirklich einmal anfangen zu gewinnen. Natürlich waren ein paar unglückliche Niederlagen dabei, trotz alledem. Ja, so wie auch bei der Auswärtsniederlage gegen Frankfurt haben sie auch viele Niederlagen selbst zu verschulden durch ja, dumme Eigenfehler. Und die müssen sie einfach abstellen, damit sie da unten einmal rauskommen. Und ja, das wäre wichtig für die Dortmunder. Ja, das war jetzt mein Nachbericht zu diesem 13. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, wie fandet ihr ihn? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.